Hallo und herzlich willkommen zu Christmas Stories, der Weihnachtszug in der Sammleredition. Schön, dass du dabei sein möchtest. Ja, genau. Wir synchronisieren jetzt diesen Part nach, denn irgendwas stimmte mit der anfänglichen Tonspur nicht. Von daher, schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Wir gehen gleich in die Hütte, scheinbar. Nee, doch nicht. Wir gucken uns die Fische an. Die klingeln ein bisschen herum. Da ist eine Mau-Mau. Mau-Mau. Jetzt gehen wir in die Hütte. Da ist Tom. Hello there. I wasn't expecting guests. Don't be afraid. I'm a good cat. Just a little too big. Who are you? What are you doing here? Ich muss ihr den Befehl des Königs geben, damit sie mir vertraut und mir hilft. Ja, Tom ist eigentlich gar nicht so böse. Eigentlich ist er ganz nett. Ist er flauschig? Flauschig ist er auch. Und wir haben Chamäleon-Objekt gefunden. 24 von 25. Wir gucken uns ein wenig um in der gemütlichen Hütte von Tom. Wir entdecken noch einiges. Das ist so. Ein Puzzle. Ja, haben wir auch noch gefunden. Haben wir gut eingesammelt alles. I'm sorry for all the trouble I've caused. Well, if the king wants me to fix everything, I'll give it all I've got. But it won't be easy to collect the stars. First, we'll need a special bag made of a magical thread. Here, take this magical spindle and collect the thread from the river deep of the forest. If you bring me the thread, I'll weave a magical bag. Genau, die nehmen wir mit, die Spindel. Und wir haben auch noch Schlittschuhe. Eine magische Spindel für Faden aus einem magischen Fluss. Dieser Fall ist wirklich ungewöhnlich. Ja, so einen Fall hatten wir noch nie. Den müssen wir jetzt lösen. Ja, wir schauen uns noch ein bisschen um. In seiner Wohnung. Sammeln noch was auf. Und noch ein Puzzleteil haben wir gefunden. 47 von 48. Und wir brauchen Dünger für diese wunderschönen Blümchen. Und wir fahren Schlittschuhe. Da lang. Wir können also weiter. Das ist ein Hase. Der magische Fluss ist irgendwo in der Nähe. Dort ist die Spindel. Und da ist ein Chamäleon-Objekt. Wir haben alle Chamäleon-Objekte gefunden. Cool. Nichts kann sich vor uns verstecken. Aber auch gar nichts. Und das ist ein Hoppel. Na? Der ist voll niedlich. Da ist das Puzzleteil noch, das letzte. Ah. Wir haben auch alle Puzzleteile gefunden, Stück für Stück. Der Hase ist echt süß. So süße Hocken. Er wackelt mit seinen Öhrchen und mit seinen Pfötchen. Wie kann ich den Hasen dazu bewegen, sich zu verrücken? Vielleicht mit einer Leckerei? Genau. Der Hase will was zum Knabbern haben. Da kommt irgendwas rein. Das haben wir aber noch nicht. Und wir haben noch was aufgesammelt, ein Emblem. Kommt da rein. Dann kriegen wir noch ein paar Sachen. Das ist, glaube ich, der Dünger. Ja. Das ist gleich der Dünger. Super. Wir wissen ja sofort, wohin damit. Machen wir jetzt noch ein Rätsel. Das war auch eigentlich ganz cool, das Rätsel. Das mochte ich ganz gerne. Fand ich cool. Stimme die Zahlen auf den Blüten mit denen auf den Stielen ab. Genau, da musste man gucken, wie viele Blüten auf den Stielen sind. Und das dann anordnen. Das hat Spaß gemacht. Ja, auch ganz gut gelöst, finde ich. Ja, das hat Spaß gemacht. Fand ich schön. Wir haben ja ein bisschen gezählt, natürlich. Um es auch richtig zu machen. Ja, es ging aber ganz gut von der Hand. Ging ganz schnell. Schon fertig. Und das ist eine Möhre. Für die will nicht raus. Jetzt kann ich graben. Mit einem Werkzeug. Als ob man das Möhrchen nicht rauskriegen würde. Das ist ein super Märchen. Aber nein, wir nehmen eine Schaufel, natürlich. Anders kriegen wir das nicht raus. Und laufen sofort zu Meister Hoppel wieder zurück, aber ganz geschwind. Jetzt freut er sich. Und jetzt haben wir da den Weg frei. Ein verzauberter Fluss. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen einfach die Zauberspindel. Wir nehmen also den Fluss einfach mit. Und wir kommen da hinten nicht an. Nee. Oh, eine schöne Szene ist das, finde ich. Mit dem Mond, mit dem Schnee. Da würde ich auch ganz gerne sein. So ein eingefrorener Wasserfall.
Da können wir noch was abmachen. Was? Ich glaube erst später. Wir gehen wieder dahin, ins Haus von Tom. Wir schauen uns noch mal um. Da brauchen wir was Scharfes. Haben wir aber leider nicht. Nein. Wir müssen da bleiben. Genau, wir müssen das Tom geben. Wonderful. I'll weave a magical bag with this thread. Once the bag is ready, you can put all the stars in it. Then I'll hang them back in the sky. Er ist sehr fleißig. Und ein Wollknäuel. Er kann das. Ja. Da, eine Tasche gemacht. Super, ich kann alle Sterne in Toms Tasche stecken. Wir sammeln jetzt Sterne ein. Wir haben jetzt die überall gesehen und endlich können wir sie mal einsammeln. Wir sind wie Sterntaler. Ja. So ähnlich, naja. Muss ich gerade dran denken. Genau. Ganz viele Sterne haben wir unterwegs gesehen. Jetzt dürfen wir die alle einsammeln und mitnehmen. Schon 4 von 5. Ich weiß gar nicht, die letzten, die waren die weiter hinten? Ich glaube, am Anfang. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Da. Ihr auch. Jetzt haben wir alle. Die Tasche ist voll schön. Die hätte ich auch gern. Auf zu Tom. Wie kriegen wir das denn? Dr. Eichhörn. Der braucht ein Boot. Der braucht ein Boot. Das haben wir noch nicht. Dr. Eichhorn ist aber schon bereit. Er steht in Startlöchern. Er will mit dem Boot fahren. We make a good team, Mr. Catlock. The bag is full of stars, but it's weightless. Let's go find a tall tower and bring these stars back home. Ein Horn. Das nehmen wir mit. Danke, lieber Tom. Und noch hier so ein... Eine Rune. Ich muss den höchsten Punkt finden, den ich finden kann. Damit die Riesenkatze den Himmel erreichen kann, dann werde ich sie herbeirufen. Jetzt gehen wir wieder raus. Dr. Eichhorn muss auch noch seine Aufgabe erledigen. Aber vorher machen wir das hier. Die Runen setzen wir ein? Ja. Ich glaube, das war noch ein Wimmelbild, oder? Dann haben wir Wimmelbild, ja. Ach ja, das war das. Das ist ganz cool. Da ist links so eine Katze mit Brille. Fanden wir ganz witzig. Wir müssen die unteren Gegenstände suchen. Wir orientieren uns, haben den Käse gefunden. Der Fisch hängt im Tannenbaum drin. Warum auch nicht? Da ist auch eine Mau-Mau, die man finden muss. Die hat einen Katzenbuckel. Ja, sie sträubt sich. Kitty is not amused. Schlittschuhe und Socken brauchen wir noch. Da. Garn und Fahnen gehabt. Alles eingesammelt. Da ist auch so eine Katzenbüste. Jetzt rufen wir weiter. Ich habe sie schon gefunden hier. Die liegt auf dem Tisch. Aber wir haben sie eigentlich noch nicht gefunden. Erst gleich. Jetzt. Jetzt fehlt noch ein Stückchen. Da. Und eine Mütze. Wo ist denn die? Links. Die Katze hat die auf. Einfach unverfroren. Ich sehe alles. Wir sehen alles. Super. Wir haben die Stelzen. Cool. Also Leiterstreben. Da hängt noch was. Und das haben wir jetzt dann gesehen und wussten dann sofort, wohin damit. Genau. Nee, doch nicht. Nee. Nein, das ist nicht möglich. Ist aber gemein, aber auch. Ah, stimmt. Das war für im Haus. Stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. So schnell vergisst man. Da, da ist das Boot für Dr. Eichhorn. Und ein Hammer mit einem Pfötchen drauf. Voll süß. Was werden wir als nächstes tun? Werden wir Dr. Eichhorn aus wilde Gewässer schicken? Ja, Dr. Eichhorn, Sie sind dran. Hui. Oh Gott, voll flink. Es holt das für uns. Es fährt sogar rückwärts. Oh, das ist süß. Tolle Helfer. Oh. Wir haben ein Bäumchen. Können wir jetzt zurückgehen? Ah, genau. Das können wir damit abmachen. Jetzt brauchen wir ganz viele Bretter. Nehmen wir natürlich mit. Brauchen aber 9 Stück davon. Wahnsinn. Weiß gar nicht, wohin. Da waren noch welche. Aber wir gehen nochmal zurück. Wir waren ziemlich unentschlossen. Macht ja nichts. Wir finden das schon. Das der Baum. Ja, wir müssen nochmal zurück. Aber das werden wir tun. Bestimmt, mit Sicherheit. Wir suchen und suchen. Wir wollen nichts übersehen. Da,
Wir haben es entdeckt. Wir nehmen alle Bretter mit. Das muss ich, glaube ich, ausreichen. Da sind sogar Orange bei. Das wird eine bunte Leiter. Genau, jetzt können wir das mich darauf machen. Ganz cool mit den Pfötchen. Ich brauche Bretter, Nägel und einen Hammer. Ja, wir brauchen erst die Nägel, natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Baum hinkommt. Ja, da wussten wir das auch nicht mehr. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Da war noch irgendwo was, aber wo? Wo ist es? Auch der Teppich hat eine Pfote drauf, wenn man drauf schaut. Ganz am Anfang. Stimmt. Ach, da. Stimmt, genau. Da war der Baum. Und da sind auch die Nägel drin versteckt. Dann können wir das jetzt anhämmern. Und das machen wir auch. Die sind sehr fleißig. Dr. Squirrel hilft uns. Genau. Und dann ist die Leiter fertig. Und dann nehmen wir die Leiter mit unseren kleinen plüschigen Handschuhen. Dann haben wir eine neue Aufgabe. Jetzt müssen wir die Leiter auf einen höchsten Punkt aufstellen. Ja, wir schauen erstmal, wo dieser hohe Punkt sein soll. Wir suchen und suchen. Hier hätte das auch ganz gut gepasst. Es ist aber nicht. Leider. Ach, schön der Schnee. Ich hätte auch gern Schnee zu Weihnachten. Damit wird aber nichts. Nee, leider. Leider nicht. Wir müssen hier hin. Und da stellen wir jetzt gleich. Wir haben noch ein bisschen probiert. Das ist eine Pixelarbeit. Da stellen wir die Leiter auf und rufen Tom. Herbei. Tom, komm herbei. Und setz bitte die Sterne wieder richtig. Ist so niedlich. Da sind alle Sterne wieder. Er gibt alle wieder zurück. Und hier haben wir noch ein Rätsel. Verbinde alle Sterne. Wähle dazu erst einen Stern und dann eine mögliche Verbindung aus. Die Anzahl der Verbindungen, die ein Stern haben muss, stimmt mit der Zahl seiner Punkte überein. Die Verbindungen dürfen sich nicht überschneiden und nur maximal zwei dürfen die gleiche Richtung haben. Ist ein ganz schön kniffliges Rätsel. Das hat uns regelrecht erschlagen. So zum Schluss. Ja. Ich fand auch, die Erklärung dazu ist vielleicht nicht so ganz richtig. Ja, man kann sie einfach missverstehen. Und es hat einfach viele Wege, weil das Ding ist auch, wo fängt man an? Bei welchem Stern? Und ja, hier. Das ist einfach das Problem. Und dann ist da auch noch so ein Stern, der 6 Punkte hat. Und ich finde es auch ziemlich riesig. Ja, und hier probieren wir einfach aus. Ja, wir saßen auch sehr lange an diesem Rätsel dran und ich weiß ja gar nicht wie lange, aber auf jeden Fall sehr lange und haben das dann auch aufgesplittet. Ja, da probieren wir halt aus, weil wir auch verstanden haben, dass man alle Sterne zu einem Bild zusammenfügen muss. Also nicht, dass es verschiedene Paare gibt, sondern wir dachten, das gehört alles zu einem. Also es war nochmal ein Hammerrätsel zum Ende hin. Also viel schwieriger als jetzt in der Hauptstory. Ja, in der Hauptstory, das war ja eigentlich nur so, ja, Paare finden, quasi. Beziehungsweise, das Bild finden. Ja, das, da waren wir schon überfordert, sag ich jetzt mal. Ja. Da erstmal zu finden, was man überhaupt wie machen kann. Man konnte die doppelt legen, die Linien. Das ging. Aber wie gesagt, man hat viele verschiedene Möglichkeiten. Und von daher ist das halt die Schwierigkeit. Und bevor das jetzt so lange dauert, weil es gibt wirklich eine ganze Ecke lang, haben wir das dann geschnitten und aufgesplittet. Wir haben hier jetzt erstmal einen kleinen Schnitt gemacht, denn wir saßen jetzt ganz schön lange an diesem Rätsel dran. Eine ganz schöne Weile. Ja, und sonst geht der Part wirklich sehr lange. Wir haben das jetzt erstmal so ein bisschen
uns persönlich angeschaut hier. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass wir alle Sterne miteinander verbinden müssen. Also alle miteinander. Sodass die dann keine einzeln verbunden sind. Aber scheinbar kann man die auch, dass einige für sich stehen, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel auch hier. Ich glaube nämlich, die stehen eher so für sich. Das könnte gut sein. Lass mal das mal so stehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil hier so viele Sterne sind. Und wie gesagt, hier steht, verbinde alle Sterne. Scheinbar können die aber auch in Paaren sein. Da muss man einfach schauen. Ich finde auch, es sind sehr viele. Das hätten sie vielleicht ja ein bisschen abändern können. Da ist auch einer. Von daher würde ich sagen, die sind dann auch irgendwie für sich. Weil hier geht es dann ja nicht mehr weiter. Also hier. Vielleicht die beiden hier miteinander verbinden. Noch einmal. Mit dem hier. Ich würde gut gesehen, ja. Wir lassen das jetzt einmal so stehen. Wir haben das schon ein bisschen geguckt hier für uns. Und dann, ja, weiß ich nicht, die restlichen muss man jetzt einfach mal schauen. Ich werde den mit denen natürlich, weil das geht sonst anders nicht mehr. Nach unten geht's auch nicht. Also wird es wahrscheinlich da weitergehen. Probieren wir mal aus, weiter. Aber die müssen ja hier auch. Weil sonst hat er keinen mehr, ne? Genau. Nee, das sind die schon zusammen. Dann sind die nämlich auch zusammen. Welche gibt diese mittleren auch eine ganze Reihe? Ja, also das auf jeden Fall irgendwie. Das sind aber auch echt viele Sterne. Wir sind wirklich lang dran gesessen. Ja, das... Und verzweifelt. Das war jetzt ganz schön lange. Und haben ausprobiert und kommen hoffentlich zu einer Lösung. Aber ich glaube, der muss wieder einen Doppelten haben, weil sonst der geht ja mit keinen anderen mehr. Sieht ihm so aus, ja. So. Ich würde auch wahrscheinlich, diese Reihe hat auch miteinander eine Verbindung. Würde sich so rauskristallisieren. Warte mal, wir machen ja immer so. Erstmal überall. Du meinst so? Ja, und dann doppelt. Ach, hier ist ja auch noch der vierte, ne? Ah, da muss man aufpassen. Ich glaube, das schaut bestimmt gut aus. Den auch nochmal doppelt. Geht das? Ja. Nee, klar. Das geht nicht. Warte mal, irgendwie. Der doppelt? Ja. Mit. Der auch doppelt. Der müsste dann auch doppelt sein. Das auch? Ja. Eventuell. Dann passt das, oder? Weil hier ist die Frage, keine Ahnung. Ich gehe nach unten. Dann haben wir das eigentlich. So sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus. Der hat auch noch zwei, da müssen wir drauf achten. Ich finde den hier auch so krass. Der hat sechs an der Zahl. Das ist der Masterstern. Der verbindet wohl sehr, sehr viele. Und wie gesagt, wir haben wirklich erst versucht, das ganze Bild zu einem zusammenzufügen. Und darum hat es natürlich nicht geklappt die ganze Zeit. Bis wir dann gedacht haben, okay, wir machen jetzt mal so Pärchen. Und dann geht das schon. Warte mal, vielleicht der so? Das könnte sein. Ja. Das ist einer. Der hat auch noch einen. Die zusammen, ja. Und der hat aber noch zwei. Ja gut, der muss ja doppelt. Ja. Das geht ja anders gar nicht. Der muss doppelt. Ich frage, ob es jetzt weiter nach unten geht oder gleich nach links. Würde ich, glaube ich, erstmal lassen. Wir überlegen mal ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Wir können auch, warte mal, hier, die zwei, ich weiß es nicht. Die beiden doppelt vielleicht, würde ich sagen, weil der steht ja alleine. Ja gut, hier ist auch noch einer, aber... Und nach unten. Ich finde, es sind so viele Möglichkeiten. Es geht nach rechts, nach unten. Das ist echt ein hartes Rätsel. Ich habe damit echt nicht gerechnet. Ich habe damit echt nicht gerechnet, dass das noch mal so ein Rätsel gibt. Okay, der geht aber auch nur noch mit dem, ne? Ja. Okay, ich mach den mal. Den machen wir mal so. Na gut, der muss dann ja mit dem. Und der geht da weiter. Der geht da weiter.
Dann machen wir weiter. Der Sechser, der ist echt... Es geht ja immer nur zwei. Der muss wahrscheinlich in alle Richtungen. Weil sonst geht das ja gar nicht. Ja. Ich mache da auf jeden Fall mal eben so eine Verbindung. So, dass der in jede Richtung geht. Das schaut ganz gut aus. Hier auch nochmal doppelt. Beiden, sind die fertig? Vielleicht. Ja, eventuell. Der auch. Ich würde den vielleicht doppelt machen. Ja. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Können wir mal nehmen. Den würde ich auch doppelt nehmen, die untere Reihe. Wir versuchen es mal. Der hat auch zwei. Der muss auch doppelt sein eigentlich, weil der hat sonst keine Möglichkeiten mehr. Und dann kommt das einmal nach da. So und so. Gut, dann leuchten die schon mal. Eventuell. Es sieht schon mal ganz gut aus, aber wir hatten das auch am Anfang schon mal, da sah es auch gut aus. Und da hatten wir dann auch das Problem, dass... Hier doppelt, dann werden die... Fertig, dir auch. Ja gut, jetzt geht's hier, könnte es hier in zwei Richtungen gehen. Ich würde den einzelnen mal nehmen. Gott, das ist echt gar nicht so einfach, um ehrlich zu sagen. Das Endrätsel hat's echt in sich. Ja, vor allem bei der Hauptstory hatten wir so ein einfaches. Ja. Und jetzt kommt hier so ein Brecher. Das, ich, dann hier runter. Ja, geht ja anders nicht. Nicht mehr. Doppelt, jetzt heißt der... Haben wir schon. Oder? Haben wir's? Because of Tom, the stars begin to shine in the sky once again. Everyone praised Giant Tom. He was just happy to make some new friends. And so, this is the end. Ever since, Cat's Town and Giant Town have lived in peace. I love stories with happy endings, don't you? Especially on such a magical Christmas night. Ja, und das ist das Ende von Christmas Stories, der Weihnachtszug. Die Bonus-Story ist jetzt durch und es gibt mal wieder ein Happy End. Sehr schön, oder? Haben wir auch gut gemacht. Ja, das Rätsel hat es sich jetzt auch aber auch in sich gehabt. Also wir saßen da jetzt eine ganze Zeit dran und mir reizt es dann jetzt auch mit diesem Rätsel erstmal. So schnell möchte ich es auch nicht mehr sehen, muss ich sagen. So schnell möchte ich so eins nicht wieder haben. Ja, also ich fand die Bonus-Story sehr süß gestaltet, auch von den Rätseln her, sehr abwechslungsreich. Auch die Wimmelbild-Szenen mit den Mäusen, das fand ich süß. Ja, wo wir ihnen was zu essen geben mussten. Ja, und es gibt ein Happy End für die Riesenkatze Tom. Ja, er hat jetzt alles wieder in Ordnung gebracht. Er hat wieder die Sterne an den Himmel gebracht. Wir haben herausgefunden, warum er so traurig war, und das haben die Bewohner von Cat's Town dann auch verstanden und haben Kater Tom, den großen Kater Tom, auch eingeladen zur Weihnachtsfeier. Sie sind befreundet jetzt. Sie sind Freunde geworden und das ist sehr schön. Das freut mich für Tom. Und wir gucken im nächsten Part, da gibt es nochmal so einen extra Part von uns, in die Bonusinhalte rein. Und dann schauen wir auch nochmal, welche Rätsel wir gerne nochmal machen möchten und welche Wimmelbild-Szenen. Das Sternrätsel machen wir auf jeden Fall nicht nochmal. Und ja, damit wünschen wir euch schon mal fröhliche Weihnachten. Jawohl, und auf jeden Fall einen guten Rutsch würde ich auch schon mal sagen. Bleibt gesund. Und lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zusehen. Hat uns sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Tschüss.